Jetzt habt ihr natürlich so viele verschiedene Talente. Ich weiß gar nicht, wie ihr euch entscheiden wollt. Ich komme mal kurz zu euch runter. Es wird alles andere als einfach, aber niemand hat gesagt, es sei einfach. Ich meine, wir treten ja nicht zu einer einfachen Aufgabe an. Wir stellen uns der Herausforderung. Genau. Dann müssen wir jetzt langsam zur Entscheidung kommen. Dazu gehe ich jetzt mal wieder hoch zu den Talenten. Zu den Trönen. Also so viele standen hier auch noch nie. Team Michi und Smudo, das ist euer Knockout. Okay. Können wir uns vielleicht noch mal ein bisschen Tipps einholen von links und rechts? Gerne. Ah. Also kommt darauf an, wie kollegial sie sind, aber Vincent? Ich fand alle fünf Auftritte natürlich super geil. Ich hätte eine kleine Tendenz, um es kurz zu machen, weil ich finde, dass im Finale dann doch das Gesamtpaket irgendwie gute Chancen dazu gewinnen. Und das ist für mich in dieser Runde Kaius. Du hast einen super Style, du siehst unfassbar so gut aus. War eine geile Performance und ich würde gerne gegen dich antreten wollen mit meinen Talents. Ja, ich finde, das ist absolut eine gute Entscheidung. Meine wäre heute für Brianna. Alvaro? Also ich gebe noch total eine andere Richtung für euch vor. Nämlich fände ich es geil, wenn in der Finale auch eine Band mal sein würde. Der Drax. Ihr seid ja eine mega Hilfe. Ja, jetzt kommt der richtig angenehme Teil. Wir haben uns, nachdem ihr alle durch wart mit der Runde, haben wir uns schon besprochen. Und ich habe die äußerst undankbare Aufgabe, vier Talents nach Hause zu schicken und einen Talent weiterzunehmen. Es ist so unterschiedlich, es ist eigentlich unmöglich zu entscheiden. Aber ich mache nicht lange rum. Schreibst du jetzt bitte den Namen auf? Das Talent, das wir mitnehmen, zeichnet sich unserer Meinung nach dadurch am meisten aus, dass es die charaktervollste Stimme hat im Team. Das ist ein gewagtes Spiel, aber es ist eben nun mal die Entscheidung und die fällt heute für Kadi. Kadi, du bist im Finale im Team Michi und Smudo. Vielen Dank für alles. Danke euch. Danke, Kaius. Super gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Brianna. Tapfer gemacht, gut durchgezogen. Vielen Dank für Kaius, für Amelie, für Chapter X und Brianna. Das ist euer Applaus. Und da ist sie, die Gewinnerin des Knockouts und damit Finalistin bei The Voice Kids 2023 im Team Michi und Smudo, Kadi! Dann lass dich mal feiern, tschüss! Kadi hat so eine charaktervolle Tollstimme und dabei dieses Leichte und so eine Selbstverständlichkeit, das ist auf jeden Fall für uns finalwürdig.